Ältere Magdeburger werden sich vielleicht noch erinnern, dass es früher einmal einen speziellen Straßenbahnwagen für Stadtrundfahrten gab. Die Magdeburger tauften ihn damals auf den Namen Elbschaukel. Längst ist er verschrottet. Jetzt gibt es ein neues Gefährt, das diesen Namen wahrlich verdient. Wir sind schon einmal mitgefahren. In schmuckem Rot wartete der Neuankömmling am Dom auf seine ersten Fahrgäste. Presse, Abgesandte aller Stadtratsfraktionen und natürlich Vertreter von MVB, MMKT und Sponsoren hatten sich zur Jungfernfahrt eingefunden. 130.000 Euro kostete das 192 PS starke Gefährt aus dem Baujahr 1983, das sich bislang im Eigentum der BVG befand. Es verfügt über gut 70 Sitzplätze, davon 47 im Oberdeck. Ganz herzlich an Bord unseres neuen Doppeldeckerbusses begrüßen. Die MMKT hat. Schon auf den ersten Metern zeigte sich, dass der neue Rote sich den Namen Elbschaukel wahrlich verdient. Seekrank sollte man oben nicht sein. Begleiten Sie uns auf der ersten kleinen Rundfahrt. Die Erläuterungen kommen von der Stadtführerin Anke Laukien. Und das Wohngebiet von 120 Hektar für die Bevölkerung war eingeengt von einem Festungsgürtel von 200 Hektar. Die Baufirma sollte das Ganze sanieren, die Baufirma wurde verklagt, es wurden neue Gutachten erstellt. Es wurde eine neue Ausschreibung gemacht und der Auftrag neu vergeben und man höre und staune, den Auftrag bekam die gleiche Baufirma. Orten in der Elbe. Was uns noch fehlt, das ist der Stör. Hier sehen Sie, wunderschön verglast, das Stadtpanorama von Magdeburg spiegelt sich darin. Und wenn Sie als Besucher im Café sitzen, haben Sie einen fantastischen Blick auf die Elbe und auf unseren altehrwürdigen Dom. So, und jetzt fahren wir über die Strombrücke. Eine Brücke gab es hier seit ungefähr dem 13. Jahrhundert. Bis dahin befand sich an dieser Stelle die sogenannte Marktfurt, so die Strombrücke. 1965 wurde die jetzige Strombrücke wieder eingeweiht. So, und auf der linken Seite vor uns sehen wir das Hundertwasserhaus. Denn Hundertwasser baut seine Gebäude nicht einfach so. Sie müssen immer auch den geschichtlichen Bezug zur Stadt herstellen. Ihnen wünsche ich noch einen angenehmen Tag und einen erfolgreichen Abend. Ab 1. April bis Ende Oktober gibt es täglich um 14 Uhr eine Rundfahrt à 2 Stunden. Start ist hinter dem Rathaus.